Okay, die Frage ist jetzt, wo gehe ich zuerst hin? Ich gehe erstmal hier hin, glaube ich. Wow. Sieht mir nach einem Antiquitätsladen aus. Okay, da können wir zumindest schon mal einen Hammer mitnehmen. Ein Vorschlaghammer. So, sonst können wir hier sonst noch irgendwie was mitnehmen. Die strahlenden Smaragdaugen dieser Eulenfigur sind hypnotisierend. Ja, findest du? Ah ja, da können wir noch ein Zahnrad mitnehmen. Okay, gut, 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 gut. Und da fehlt ein Auge, sehe ich jetzt schon, ja. Okay, also müssen wir da früher oder später nochmal zurück. Und da ist wieder eine weitere verlorene Seite. Und nun zu meinem nächsten Streich. Oha. Okay, so ein Zauberwimmelbild. Kaninchen für den Käfig. Ah ne, Moment, erstmal die zwei Ekern. Oh Gott, jetzt hätte ich die beinahe vergessen. Eine ist da, die zweite ist da oben. Ah ja, das habe ich jetzt im ersten Part vergessen zu sagen. Sollte man jetzt hier am Rand irgendwo mal so einen weißen Streifen sehen sollen, tut es mir leid, weil ich nehme das Ganze natürlich im Mini-Bild-Format auf und mit Action habe ich jetzt so die Streifen bzw. den Bereich, wo man was aufnimmt, natürlich begrenzt und so, dass man eventuell den Rahmen des Fensters noch sehen kann, aber nicht sehen muss, aber wenn ich das bearbeite bei Camtasia, werde ich das natürlich im Vollbildmodus bearbeiten, damit man hier auch vernünftig als Zuschauer was sehen kann. Ne? Ich denke ja nur an euch. So, und jetzt zurück wieder zum Spiel. Also, das Kaninchen muss da rein. Schwarzer Punkt. Der könnte da hin, weil da fehlt nämlich ein Punkt. Herz Ass? Fragezeichen. Das kommt dahin. Rotes Tuch des Kaninchens. Also hier. Genau. Seil für den Flaschenzug. Okay. Achso, da oben. Okay. Die Batterie. Die muss zum Roboter. Genau. Ein Sandsack. Der könnte eventuell am Haken. Jawohl. Und plötzlich ist es ein Hahn geworden aus dem Kaninchen. Und ein Zylinder. Zauberbär. Yay. Oh, wie süß. Nette Idee auf jeden Fall. Und da haben wir ein Wappen bekommen. Sehr schön. Okay, dann gehe ich mal hier rein. Oder können wir hier irgendwie noch was anklicken? Außer nur das? Nee, okay. Dann gehe ich erstmal hier. Oh, Aquamuseum. Oh, schön. Diese große Metallvase sieht aus, als fiele sie gleich auseinander. Ah, können wir den Vorschlaghammer da benutzen? Jo. Seltsame Begebenheiten auf der Meadow Creek Farm. Ah ja, das hatten wir ja schon mal. Jetzt sieht es natürlich ein bisschen anders aus als zuvor. Und dementsprechend müssen wir natürlich auch andere Sachen hier machen. Jetzt versuche ich natürlich erstmal wieder die E's zu finden. Da ist ein E und da. Jawohl. Okay, dann wollen wir mal. Was habe ich denn hier? Ein Dartpfeil. Ja, da wo die Dartscheibe ist, logischerweise. 61, okay. Schaufel. Die können wir, glaube ich, jetzt noch nicht hier irgendwo benutzen, meines Wissens nach. Laternenlinse. Aha. Nur zwei. Achso, okay. Ah, okay, okay. Jetzt macht das natürlich Sinn. Und da können wir wahrscheinlich die Schaufel benutzen. Jawoll. Ja, Goldmünzen. Funkgerätschalter. Ja, da wo das Radio ist.
grüner Handschuh. Da wo der andere... Ah ne, das ist eine Hand einer Schaufensterpuppe. Ja, würde aber auch passen. Ein Reisepass. Vielleicht da, wo die Reisegepäcksachen sind. Jawohl. Und Sicherung. Rückhande, nee. Ach, da wo die Lampe ist. Okay, gut. Und da haben wir noch ein Wappen. Sehr schön. So, alles klar. Ach Gott. Mit Hilfe der Hinweiskugel kannst du bis zu 3 passenden Paare aufdecken. Also ist das eine Art Memory oder wie? Jo. Okay. Nee, das passt an. Ah, so, Moment. Oh Gott. Nee. Ach so, ich muss den Vorder- und den Hinterteil des Tieres immer finden. Ach Gott, das wird ja lustig. Moment mal. Ah, hier war der Hai. Moment mal, wo war der Fisch? Ist das der hier? Ja, gut. Das Einhorn, ach Gott, das war doch irgendwo hier oben gerade. Nee, das war doch hier am Anfang, genau da. So. Ach, das ist die Katze gewesen. Nee, das muss erst anders. Ach, hier, vom Frosch. Okay, da ist die Schlange. Die Echse war da auch irgendwo hier, genau da. Ja, wo ist die Katze? Keine Ahnung. Das ist hier der Wolf, genau. Die Maus war... Nein, nicht da oben, sondern da. Der Tiger. Nein, das war das Zebra, glaube ich. Da ist der Tiger. Der Hase? Das ist der Ameisenbär. Aha. Ja, der Goldfisch, der war hier, genau. Dann ist das der Ameisenbär. Oh, ach nee, das ist die Katze. Ich dachte, das wäre jetzt irgendwie so ein Zebra gewesen. Okay. Falsch gedacht. Falsch gedacht. Und die Reise zu dem antiken Tempel. Wie. Also mit anderen Worten wieder ein sehr schönes Wimmelbild. Okay, das heißt natürlich mit anderen Worten, erstmal wieder 2 E-Karten finden. Und zwar ist da eine und da ist auch noch eine. Gut, da haben wir beide schon mal. So, was haben wir denn? Käse, lecker, königsblauer Schmuckstein, Elefantenemblem, kleine Kanonenkugel und so weiter und so fort. Okay. Moment, Emblem Aussprache. Da. Ha! Kleine Kanonenkugel, da wo die Kanone ist. Bäm. Okay, da kann ich den Käse bei der Maus benutzen. Jawohl. Die freut sich auf jeden Fall jetzt. Ein Elfenbeinzahn. Nee, da kann ich das leider nicht benutzen. Moment, was war das? Grünes Papier. Ah, jetzt. Okay. Jetzt kann ich den Elfenbeinzahn da benutzen beim Elefanten. Kopf einer Statue. Natürlich da. Pinsel eines Künstlers. Da beim Bild, jawohl. Und königsblauer Schmuckstein. Da bei der Krone. Und da haben wir es schon. Perfekt. Und da haben wir noch ein Wappen bekommen. Sehr schön. Wir kommen wirklich gut voran, muss ich sagen. Ah ja. Die Fischgravuren an der Wand sind wunderschön. Ah ja, und da brauchen wir die Embleme. Okay, aber eins fehlt uns noch.
Okay, der große Museumscup heißt natürlich erstmal wieder die zwei E's finden. Eins sehe ich sofort schon und das zweite ist da. Gut. Eine blaue Feder. Da beim Stirnband. Ein Hammer. Könnte da beim Glas. Ja, jetzt geht natürlich der Alarm los. Toll. Eingabefeld für die Alarmanlage. Da. Jawohl. Eine Ölkanne. Okay, bei der Lampe, die kein Öl hatte. Kameltondeckel. Da. Ja. Alarmdeaktivierungscode. Und der Alarm ist jetzt deaktiviert. Kriegsbemalung beim Indianer. Und Schwamm für verschmutzte Glasscheibe. Ah, da. Und da haben wir es. Yay! Und wir haben alle vier Wappen. Sehr schön. Ah, ich kann hier noch weiter untersuchen. Ein Fisch, der an einem Baum wächst? Also, das ist neu. Ja. Auf jeden Fall. Gott, was gibt's denn hier noch alles? In der Mitte dieser Tafel befindet sich eine Aussparung. Mit der Zahnrad aber nicht, ne? Nee, hätte mich auch gewundert. Ah ja, da ist wieder ein E. Das kennen wir ja schon. An dieser Wand hängen verschiedene Fischarten. Die sieben Siegel des Zauberwaldes. Okay. Erstmal wieder, ihr kennt es ja schon langsam, erstmal wieder die zwei E's suchen. Oh Gott, das ist jetzt hier aber ein bisschen schwierig. Oh Gott. Ah, da. Oh Gott, im Dunkeln, ey. Ihr habt doch einen Arsch offen, ey. Ah ja, und da. Beim Helm. Eine Fliege. Na, wird die Spinne da vielleicht die Fliege vernaschen? Ja. Feueranzünder. Vielleicht beim Holz? Ja. Eine Holznase. Ah, hier. Bei der Puppe. Erinnert mich irgendwie jetzt ein bisschen an Pinocchio. Giftzähne hier bei der Schlange. Ja. Kleiner Brief. Brieftaube. Okay. Ein Pfeil. Da wo das Ziel ist. Insektenglas. Kann ich damit die Fliege oder die Spinne einfangen? Ja. Nee, eher die Spinne. Okay. Und eine Eule. Die kommt bestimmt da rein, wollte ich gerade sagen. Nö? Doch. Okay. Perfekt. Okay, dann mache ich erstmal das hier. Oh, jetzt habe ich sogar mehr. Okay, Moment mal. Handwerkszeug eines Fischers und Handwerkszeug eines Zimmermanns. Oh, okay. Dann die Säge auf jeden Fall. Holz. Fernglas, Köder, Klebstoff. Moment, Handwerkszeug eines Fischers. Ja, ohne Köder schafft er das ja nicht. Fernglas? Alle Aussprachen sind gefällt, doch nichts passiert. Nee, dann ist das hier falsch. Ich sammle lieber noch ein paar, ist sicher. Okay, also können wir da noch nichts machen.